Bereits zum 19. Mal tourt die Murtal Classic zum traditionellen Pfingsttermin durch das Murtal. Dabei haben Oldtimer-Liebhaber die Möglichkeit, bei einem sportlichen Wettkampf ihre Fahrzeuge einem breiten Publikum zu präsentieren und dabei die atemberaubende Landschaft der oberen Steiermark kennenzulernen. Rund 200 Oldtimer werden am Samstag und Sonntag die 15 Etappen mit einer Gesamtlänge von rund 350 Kilometern in Angriff nehmen. Die Murtal-Klassik ist seit Jahren ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender unserer Region und darüber hinaus. Am 3. und 4. Juni werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Murtal-Klassik rund 380 Kilometer in 2 Tagen bewältigen. Darunter 12 Sonderprüfungen, welche für den Gesamtsieg entscheidend sind. Auch aus touristischer Sicht ein Highlight für die Stadt Knittelfeld. So freut sich auch der neue Tourismusobmann René Liebminger auf die bevorstehende Veranstaltung. Ja, die Wertschöpfung ist groß. Es sind über 200 Fahrzeuge, die heuer wieder dabei sind. Das heißt, es werden einige hundert Teilnehmer sein, einige hundert Personen. Sehr, sehr viele reisen von weit her an. Das heißt, Nächtigungen ist das eine, was touristische Auswirkungen hat. Das zweite ist, die Gäste sind 2-3 Tage hier. Das heißt, sie werden auch in den Gasthäusern, in den Cafés und auch im Nachtleben in Knittelfeld vertreten sein. Und das freut uns natürlich sehr. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus ganz Österreich, sondern auch aus dem benachbarten Ausland. Start der Murtal Classic ist am Samstag, den 3. Juni um 8.30 Uhr in Knittelfeld. Auch das Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr attraktiviert. Ja, wir möchten heuer das tolle Rahmenprogramm der Murtal Classic auch über den Tourismusverband ein bisschen unterstützen, ein bisschen ausschmücken. Dazu gibt es eben am Freitag seitens des Bürgermeisters einen Sektempfang zwischen 17 und 18 Uhr vor dem Rathaus für all diejenigen Teilnehmer, die eben schon am Freitag anreisen. Am Samstag geht es dann gleich in der Früh los mit der Stadtkapelle Knittelfeld. Die fängt an, am Hauptplatz zu spielen um 8 Uhr bis zum Start 8.30 Uhr. Um 11 Uhr, also wenn die Murtal Classic dann vom Hauptplatz gestartet ist, um 11 Uhr haben wir dann eine Big Band am Hauptplatz, ein Jazz-Ensemble, das spielt bis 13 Uhr. Und am Sonntag ist eigentlich der Haupttag der Murtal Classic. Die starten auch wieder um 8.30 Uhr bis 11 Uhr. Von 11 Uhr bis 15 Uhr haben wir dann Live-Musik am Hauptplatz. Wir haben auch eine Motorrad-Stunt-Show am Hauptplatz und wir haben dann anschließend ab 15 Uhr eben den Strat Grand Prix. Die Murtal Classic bietet jedem Oldtimer-Liebhaber die Möglichkeit, sein Fahrzeug einem großen Publikum zu präsentieren, sich im Wettkampf zu messen und die atemberaubende Schönheit der oberen Steiermark kennenzulernen.